Guten Morgen. So, Shopping. Konstante schon wieder. Was soll denn das? Oh, jetzt muss ich das schon wieder wegmachen. Kann ja nicht wahr sein. Jedes Mal ist ja was voll geklärt. Wenn ich frage, wo wir hinfahren, Max Grupper. Fantastisch. Ist so günstig gewesen jetzt, wir haben sie 60 Euro gemacht. Weil es so lange gedauert hat. Naja, hat geklappt. 60 Euro, aber jetzt kommt natürlich wieder dazu eine neue Sattelstütze. Braucht ja ein Kollege. Und die Züge müssen nochmal neu verlegt werden, die sind jetzt alle abgebaut. Und ja, neue Tockerdose, wo ist die? Hier. Jetzt schraubt sie da eine Birne ein. Ich fass es nicht. Ja, mir ist es so dunkel hier drin. Extrem glühbirnigen Wechselling. Was liegt an der Lampe? Jetzt macht das so eine Geräusche? Nee, ist ja nicht richtig an. Genau, musst du einfach festdrehen. Oh, nicht so auf halbe Flamme. Na, schon festdrehen. Ja, Marlies, ich bin begeistert. Schon staubig. Ja. Den musst du mal wieder abhängen. Da ist ein lustiger Pelz drauf. Ja, das ist unglaublich, wie schnell das geht. Die haben wir doch einmal nicht erst vor 2 Jahren. So. Ja, jetzt ist uns erzählt, als du mit Blumen und Anruf unterwegs war. Ich finde, Blumen ist sehr poetisch. Ja, stimmt. War es abends und sie meinte, schaut, der Mond leuchtet uns den Weg. Das hat sie wirklich. Sie umschreibt so schön. Na, dann pass mal auf. Das ist ein Füllsatz, ein reiner Füllsatz. Na, dann pass mal auf, sagt überhaupt nichts aus. Ja, für ein Kind, kein Kind sagt, na, dann pass mal auf. Und fängt dann mit einer Geschichte an. Die meisten Kinder fangen, du hast Kresse am Mund, die fangen gleich an, sofort. Die sagen, ich habe das und das gemacht. Nicht, na, dann pass mal auf. Ich werde dir das jetzt mal erklären. Manchmal hat sie diese 2 Sätze sogar. Na, dann pass mal auf, ich werde dir das jetzt mal erklären. Oder ich werde dir das jetzt mal genau sagen. Oder dann werde ich dir das mal erklären. So eine Sache sagt die. Das sind Sachen, die sagt kein Kind. Ja, ich wieso? Die beantworten. Ja, wer macht das? Das macht man nur, um einen Vortrag in die Länge zu ziehen. Oder so. Das ist eine hohe Schule. Ja, und dann bist du woanders unterwegs. Und dann hörst du nur von dir. Ja, nein. Wenn du auch. Hätte ich geguckt, für 3 Euro gekostet hat es dann, weil ich eine Birne brauche. 14 Euro hätte ich ausgegeben für eine Birne. 15 Euro meinetwegen auch. Und die kam aus China. Und die kam aus China. Aber was ist Fairtrade? Das ist doch totaler Quatsch. Wie, nee, weiß ich gar nicht, was da noch. Als du die gekauft hast und sie meinte dann zu dir, naja, das ist aber auch Fairtrade. Und du noch sagst, das möchte ja also auch sein bei dem Preis. Wie Fairtrade hat die gesagt? Hat sie noch gesagt. Die hat damit geworben? Ja. Mit Fairtrade? Mhm. Bei Prada-Handtaschen? Mhm. Wie wird die nicht in Italien gefertigt oder was? Doch. Du brauchst doch kein. Du brauchst doch kein. Die werden ordentlich bezahlt, die Leute dafür, dass die das. Ja, du brauchst doch in Italien kein Fairtrade. Ist doch schon noch EU. Sag mal, da hängt davon aus. Naja, ich gehe sowieso davon aus, dass bei so einem Preis, naja, was soll denn sonst sein? Das Ding kommt nach Italien. Das hast du ja auch gesagt, das möchte ja auch wohl sein für den Preis. Das weiß ich noch nicht mehr. So ein Luxuskonzern, der eine Werbung damit macht, dass er sich rechtfertigt für seine Artikel. Das ist ja furchtbar für die Preise. Das gibt's doch ja nicht, kann doch nicht wahr sein. Ich habe ein Handy für Instagram. Und Internet. Ich brauche kein scheiß Handy für Internet. Die haben 1000 Medien hier für Internet. Ich hab ein iPad, hab ein iPhone, hab noch ein iPhone und noch ein iPhone. Ich hab 3 iPhones hier und ein iPod und dann habe ich noch ein iPad und dann haben wir noch 3 Computer hier und dann haben wir noch dein Handy. Ach. Strahlung hier im Raum ist unglaublich. Weißbildung, unter anderem halt, Schwerpunkt. Und natürlich Selbsthilfegruppe und so weiter. Ja, dann lass es mal da. Narcos. Hört sich an wie ein NATO-Einsatz irgendwo in Kosovo. Ja, genau so klingt das. Narcos. NATO-Einsatz so? In Kosovo. Ja, Narcos. Was sind denn die Narcos-Konzepte und Praxisen? Praktiken, Praxisen, ey Gott, das ist Glutamat! Ja, mal ein, Glutamat ist meine Ausrede. Absolut. Glutamat ist meine Waffe. Glutamat, die Waffe des Chinesen ist Glutamat. Hier, Dennis, von 1932. Ja, wir müssen ja, heute ist ja, ich habe ja das Fahrrad abgeholt. Ja. Ach, wieder zusammenbauen. Ja. Und der Sattelstamm dafür. Der Sattelstamm, das ist viel wichtiger, entscheidender. Ja.
Also wenn man eine Sattelstütze braucht, dann haben wir eine Sattelstütze da. Ja. Eine. Aber nur nicht die bestimmt, nicht die bestimmte, die man so braucht. Ja. Die ist natürlich nicht da. Weil behandelt können wir. Was? Ja, ließ sich nicht mehr ermitteln, weil es war alles zerspannt. Sonst haben sie rausgebohrt. So. Gut sieht das aus. Gut sieht das aus. Gut sieht das aus. Gut sieht das aus. Aber jetzt ist schon ein Kind. Vorne habe ich echt gedacht, ich habe deine Frau gesehen bei Ali. Aber es war nicht deine Frau. Also ich habe ja auch nochmal gesehen, dass es ein Mann ist. Aber es sah genauso aus. Ja, ja, ja. Kennst du bestimmt. Kennst du 100 Pro. Na, hoffentlich passiert mir das nicht mal. Du legst mit nach Hause, packst du aus. Und ich wollte schon anquatschen. Nee, saß. Der Typ, der war so gebeugt über eine Kiste so. Die Mütze und die Haare an der Seite raus und die überall diese Dinger und die Klamotten und dann saß doch noch so ein Hund davor, wo ich dachte, so ein Schwarz-Weißer, wo ich dachte, da ist da, kommt doch alles hin. Ja. Nur ein bisschen dick ist der Flo geworden, da habe ich mir gedacht, so ein Mopsiger. Kennst du 100 Pro auch, den Typen? Kann tatsächlich sein. Mann, auf alle Fälle ist das raus, die Sattelschütze, ich bin so glücklich. Hey, leider hat man das nicht mehr jetzt, da war nicht mehr da, das haben sie ausgebohrt, haben sie gesagt. Macht sie ja kaputt. Also sie ist ja auch nicht so, glaube ich, der Mensch, der sich da so durchsetzt. Nein, überhaupt nicht. Er ist ja wirklich schon stärker geworden, seitdem er uns kennt, aber das ist immer noch schön. Die Alkohol sich machen lässt, weil das ist scheiß gut, wirklich. Schön ist das. Ja, ja. Gut ist das in der Ebene, sich ja, so in Sachen einfühlsam ist und sowas. Ja, ja. Aber lässt sich der ausnutzen. Ne? Ja, bei Mais läuft das gerade ganz gut. Also gefällt mir sehr. Die freut sich über die Anerkennung, die sie kriegt da. Nee, aber jetzt durch Instagram, das läuft ganz gut bei ihr. Weil die kriegt viele Wertungen und die Leute gucken tatsächlich oft so 2-3 zumindest schon. Ist ja schon mal gut. Ich meine, bei mir hat es ja lange gedauert. Da denkt die Russen vor einem Jahr angefangen, auch über Instagram zu machen, wäre das auch schon ganz woanders wahrscheinlich. Ja, gut, Dennis. Bla 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 bla. Ah, jetzt mach ich dich. Heute nur noch bla bla. Jetzt mach ich dich. Alles nur bla bla. Ja, danke, jetzt mach ich dich. Da, also das ist auch so eine Plattform wie Facebook oder so was. Also ähnlich oder was. Das ist eine Plattform, ne? Also Plattform von der UV-Maschine, wusstest du bitte. Ich denke, so eine Kacke muss ich mir jetzt nicht anhören. Ja. Also ich male ja das kurz mal auf. Wenn ich das schaffe, dir das kurz mal aufzumalen, dann bin ich der Instagram-König. So, hast du hier, Berlin Art. Scheiße, Mann, habe ich gestern also doch richtig eine eben bei YouTube, weil ich den gesucht habe und ich habe ihn hier gefunden, verdammt damit. Ja, noch nicht, die Sichtbarkeit ist noch nicht so hoch, weil das ist ungefähr auf Platz. Du musst Berlin Art und Copic eingeben, als Suchbegriff noch hinterher. Okay, Copic, ja. Copic, C-O-P-I-C. Copic. So, dann kriegst du den an Platz 2, steht sie denn. Bei Berlin Art posten ja viele. Jeder Tourist macht ein Foto von irgendeinem Graffiti und dann schreibt drunter Berlin Art. So, deswegen ist der Name recht schwierig gewählt, aber wenn sie mehr Sichtbarkeit bekommt durch mehr Klicks, dann erscheint sie, dann rutscht sie nach vorne. Ja, okay. Im Ranking. Deswegen ist das Ranking so wichtig. Das ist das, was ich meine. Deswegen brauchst du die Werbung. Und sie hat natürlich keine Werbung auf ihrem Kanal, weil sie ja keine 10.000 Aufrufe hat. Huch. Ja, Vorsicht, der schimmelt. Die Berlin Art, ja, hat sie da natürlich die Erreichbarkeit von YouTube, ist alles klar, alles gut und schön. So, ja. Weißt du, aber hier noch einen Kanal hat sie jetzt noch. Macht sie jetzt verknüpft einen Instagram-Account. Ja, Instagram. Okay. Sie ist nicht mehr, was ich machen wollte. Na, aufzeichnen, wie das funktioniert, aber ich hab's verstanden. Das reicht schon. Und bei Malis ist es ja wirklich schön, wenn dann irgendwann wirklich Leute kommen, die mit ihrer Arbeit auch was anfangen können. Ja. Also sprich, vielleicht mal ein Verlag oder so, der sagt, geil, das gefällt mir, das würden wir gerne verlegen. Sie können gut malen, gute Frau, das nehmen wir in unser Programm auf. Ja. Darum geht es bei Malis ganz einfach. Dass sie dann irgendwann das machen kann, was ihr gefällt. Woran sie Spaß hat. Und nicht in unserer scheißen Arztpraxis rumsitzen und sich irgendein Gemüse anhört. Das keine Schiebeliere oder was? Nee, ja. So, ich schätze mal, das ist das. Der Standard 27,2. Es ist nicht zu passen. Ich habe mich da auch etwas zu distanzieren. Was man irgendwie. Also irgendjemand muss ja der Inhaber von dem Konto sein. Das bist natürlich du. Nein, ist mir egal. Also ich will damit ja gar nichts zu tun haben am liebsten.
Auf alle Fälle ist das fertig. Tada! Was? Neue Sattelstütze drin. Ja. Alles wieder verlegt. Alles bremst und funktioniert. Kann abgeholt werden. Es ist eine Katastrophe hier heute. So. Das Fahrrad ist geschafft. Das Fahrrad ist fertig. Das Fahrrad kann abgeholt werden. Das Fahrrad kann abgeholt werden. Was wollte ich sagen? Das Fahrrad mit der Sattelstütze. Die Sattelstütze ist raus. Ich bin sehr zufrieden. Ich bin total erlöst quasi schon so ein bisschen. Ich dachte schon, um Himmels Willen, jetzt ist so viel Geld da reingeflossen. Und der gute Mann kann das Rad gar nicht mehr nutzen. Das wäre natürlich fatal. Es ist geschafft. Es ist geschafft, auf alle Fälle. Oh, ist das toll. Und die neue Sattelstütze ist drin und die sitzt auch gut. Perfekt, ideal. Er kommt es morgen abholen. Ja. Damit ist es erledigt und hat einen guten Ausgang gefunden. Also, es wurde ausgebohrt, die Sattelstütze, jetzt letztlich tatsächlich. Also, es ist manchmal wirklich nicht zu machen. Da kann man Knebel drin einspannen, einen Knebel durch und dran rumwürgen. Man macht dann mehr kaputt als mehr Schaden als Nutzen. Aber so ist das manchmal, ja. Also tut mir nicht fallen, bewegt eure Sattelstützen ab und zu mal. Nehmt die kurz raus, schleift die ein bisschen an vielleicht oder so oder macht die sauber. Neues Fett wieder drauf und wieder hin. So bleiben die immer geschmeidig. Man kann sie hoch und runter bewegen. So soll es sein. Ja, das war's von mir heute. Auf alle Fälle, jetzt schneide ich das Material zusammen. Es ist ja auch schon wieder um 6:45. Ich verabschiede mich da hiermit für heute und wir sehen uns morgen. Also bis dann, schlaft gut, ciao.